nehme ein kleines Messer, schneide das Ende ab und wickeln jetzt hier eigentlich nur noch den guten Parmaschinken rum. Da mal aufpassen, ist sehr dünn. Wir würzen hier auch gar nichts nach, weil der hat so viel Eigengeschmack, so viel Salz schon intus. Schön eng binden. Auch in die Pfanne ein bisschen Butter. Nicht zwingend immer Öl nehmen. So, wir legen jetzt hier den Spargel ein. Dabei ist es uninteressant, ob der Spargel schon vorgegart ist, so wie der hier, also blanchiert, oder noch roh ist. Nehmen dazu zwei Scheiben Blutorange, legen die einfach mit ein. Die geben ein bisschen Fruchtaroma, braten das ein bisschen an. Schönes, leichtes, nussiges Aroma durch die Butter gekriegt. Unser gebratener Spargel, dass wir den hier einfach direkt auf die Blutorange mit draufsetzen. Damit kann man nachvollziehen, wo die Säure herkommt. Wir haben jetzt hier die Tortellini und unsere sogenannten Buttermarsch. Die einen schönen Glanz noch kriegen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.